Was mich am stolzesten auch mitmacht, noch nicht mal das Umbauen und so, oder dass ich das gemacht habe nebenbei, neben meinem 40-Stunden-Job, wo jeder sagt, hey, wie hast du das gemacht? Das ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich weiß, das könnte ich, ja, jederzeit hört sich jetzt auch blöd an, aber ich wusste ja, ich will das und dann konnte ich das auch. Aber dass ich darin dann leben kann und dass mir das dann auch taugt und dass ich meine Schwächen dadurch eingrenzen kann, das ist das, was mich am meisten flasht an der ganzen Sache. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Nicole und ich habe mir letztes Jahr diesen Wohnwagen selber umgebaut und der ist seit Oktober letzten Jahres mein Hauptwohnsitz. Das ist mein Plätzchen hier. Ich habe 100 Quadratmeter zur Verfügung quasi. Und da war vorher leider noch gar nichts da. Das war vorher kein Dauerstellplatz. Ich habe quasi komplett von null anfangen müssen. Also wir haben hier erstmal noch aufkiesen müssen und so weiter, dass man überhaupt draußen sitzen kann. Ich habe mir dann auch in dem Zuge gleich einen Sichtschutz gebaut, weil doch recht viel Verkehr ist auf dem Campingplatz. Es gehen halt immer mal wieder Besucher vorbei, die ein bisschen gucken wollen. Ist jetzt alles noch nicht ganz so hübsch, wird aber irgendwann auf jeden Fall mal noch schön gemacht. Ja, genau. Dann habe ich hier draußen eigentlich für die Organisation mein Panic Room, sage ich mal, weil es ganz wichtig ist, wenn man auf knapp 17 Quadratmeter wohnt, dass man auch ein bisschen Platz hat für die Sachen, die keiner sehen soll. Also hier habe ich ein bisschen meine Mülltrennung, hier habe ich mein Pfand, hier habe ich mein Werkzeug. Es hat sich natürlich einiges angesammelt, wenn man selbstständig sowas umbaut oder die meisten Sachen einfach selber macht. Also ich habe mittlerweile von der Bohrmaschine über einen Schleifer bis hin zu sonstigem Werkzeug eigentlich alles da. Ich bin komplett ausgestattet. Genau, dann habe ich hier noch eine kleine Gartendusche geplant. Das ist aber, wie gesagt, alles noch in Planung. Das existiert erstmal nur im Kopf bisher. Ja, da hinten ist auch noch so eine kleine Ramschecke, wie gesagt. Und hier ist so ein bisschen mein Außenbereich, in dem ich eigentlich die meiste Zeit dann verbringe, wenn ich heimkomme von Arbeit, weil es einfach jetzt im Sommer auch sehr warm im Wagen ist. Und ja. Hier ist mein Happy Place. Ich bin eigentlich schon immer so ein freiheitsliebender Mensch gewesen. Ich habe eigentlich schon immer meine eigenen Wohnungen gehabt, habe immer alleine gelebt, war auch immer so eine ewige Reisende. Also weiß nicht, wie das kam, aber die Leute haben irgendwann schon zu mir gesagt, so hey, wieso ziehst du eigentlich nicht in den Wohnwagen? Und ich habe aber damals das natürlich überhaupt nicht für ernst genommen. Ich wollte auch schon immer so ein bisschen mein Eigentum, meine eigene Sache machen, nicht abhängig sein von irgendjemandem. Weil ich auch halt viel rumbastel gerne und ich mag auch dieses Minimalistische sehr. Also ich mag das klein zu halten einfach, weil umso mehr Platz du hast, umso mehr trägst du einfach mit dir rum. Es ist einfach so und du kannst einfach ein bisschen dich auf das Wenige einfach fokussieren und dann kannst du das Wenige auch viel mehr genießen einfach. Und wir leben ja in so einer Konsumgesellschaft, wo man natürlich dann auch hin und wieder einfach immer mitschwimmt. Und ja, in so einem kleinen Häuschen ist es halt einfach nicht so gut möglich, irgendwas anzusammeln. Ja, und dann bin ich irgendwann auf diese Campingplatzgeschichte gekommen und habe gesehen, okay, da ist es möglich. Also, dass du auch deinen Hauptwohnsitz anmeldest und alles. Habe mich dann erkundigt, was ist möglich zu kaufen. Es gibt ja auch Mobilheime und so weiter und so fort. Und habe das dann wirklich letztes Jahr irgendwann in Angriff genommen und wollte das dann wirklich umsetzen und habe dann auch irgendwann meinen Papa mit an Bord gehabt. Der war am Anfang immer ein bisschen skeptisch, weil er immer sagt, oh, und alleine und oh. Der hat aber dann auch super stark mitgeholfen, auch in der Recherche und alles. Und mein ehemaliger Chef hat mich dann auf dieses Modell gebracht von Hobbylandhaus, was halt einmal auch diese Überbreite, sage ich jetzt mal, hat von 2,50 Meter. Also du bist nicht ganz so eingeengt wie in einem normalen Wohnwagen. Ich habe dann irgendwann relativ schnell gemerkt, okay, es geht nur mit einem Wohnwagen oder sowas, anders ist das einfach nicht realisierbar. Und habe dann ganz speziell nach diesem Modell Ausschau gehalten und habe aber auch gleichzeitig mich umgehört, wo ist es möglich, wo kann ich den hinstellen, wo kann ich leben. Hier draußen habe ich mir erstmal einen Faltpavillon aufgestellt, da der relativ schnell wieder zusammenklappbar ist. Bei mir ist das mit dem Wind immer so ein bisschen so ein Thema und ich wollte erstmal gucken, wie sich das jetzt hier so verhält. Ich brauche aber einfach im Sommer natürlich was, wie gesagt, zum draußen sitzen, weil es doch sehr, sehr warm ist im Wagen. Und hier vorne geht es eigentlich. Also es ist immer ein bisschen Windzug da.
Ich habe auch sehr, sehr viel upgecycelt. Also diese, ja, wie man sieht, sehr viele Paletten überall, aber warum nicht, wenn es da ist, ne? Und das habe ich mir damals schon für meine alte Terrasse gebaut gehabt. Ja, diese Matte und das alles, das sind eigentlich alles Gegenstände von meiner alten Terrasse. Ich habe mir da noch so eine kleine Klappbox gekauft. Da kann man ein bisschen dann seine Sachen drin verstauen, weil ich noch nicht genau weiß, ob das Ding wasserfest ist oder nicht. Das wird sich jetzt erst noch rausstellen, weil seitdem es steht, war weder Wind noch Regen. Aber ist ja auch mal ganz schön. Es ist jetzt erstmal nur eine vorübergehende Notlösung. Wie gesagt, dass ich jetzt bei dem Wetter was habe zum draußen sitzen. Der Plan ist eigentlich, dass ich mir noch einen festen Holzvorbau direkt mit Isolierung anbaue, wo ich dann quasi auch im Winter mitheize. Weil es einfach ganz wichtig ist, wenn du nur den Wagen hast, dass du so ein bisschen eine Schleuse hast. Weil du hast auf der einen Seite natürlich die dreckigen Klamotten, die nassen Klamotten im Winter. Du stehst sofort in deinem Wohnzimmer oder in deiner Küche drin. Du kannst deine Schuhe nirgendwo abstellen. Wenn Besuch kommt, 1000 Schuhe stapeln sich. Das war halt alles sehr, sehr schwierig jetzt über die letzten Monate. Ich bin ja erst seit Oktober hier. Also quasi erst mal ein paar Wintermonate und jetzt sind erst die ersten schönen Sommertage. Und ja, genau, da habe ich das halt einfach gemerkt, dass das super wichtig ist, dass du einfach noch mal ein bisschen den Vorraum hast, wo du vielleicht auch mal sitzen kannst, wenn mehr Leute da sind, oder wo du einfach ein bisschen Jacken auch dann mal aufhängen kannst und so weiter und so fort. Aber bisher ist es eigentlich eine relativ coole Lösung. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, was der nächste Wind bringt oder mitnimmt. Das Zeichen, was mir eigentlich gegeben wurde, war, ich bin da hingekommen. Wir haben den Wagen aufgesperrt, ich bin reingegangen und da lagen die Papiere von dem Wagen. Und der hatte ja TÜV und alles und war angemeldet noch davor. Und es stellte sich dann raus, dass der das Kennzeichen hat von meinem Heimatlandkreis. Also es hat sich dann rausgestellt, dass der Wagen tatsächlich auch da herkommt, wo ich herkomme. Und sein Leben lang schon da verbracht hat, wo ich auch meine Kindheit verbracht habe. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt meiner. Und dann habe ich ihn geholt. Habe ihn dann Gott sei Dank bei mir in der Firma hinstellen dürfen. Das war super praktisch. Also ich habe da meine Werkzeuge gehabt, ich habe meine Arbeitskollegen da gehabt, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Das war wirklich, also ohne das alles wäre es gar nicht so rund gelaufen und gar nicht gegangen, auch auf die Zeit. Es war dann so, dass ich mit dem Chef hier geredet hatte, ich hatte die Zustimmung und dann haben wir die Plätze angeschaut. Er hat mir diesen dann vorgeschlagen und hat gesagt, okay, den musst du aber ab Oktober nehmen. Und okay, ich hatte die Wohnung noch, die Wohnung war noch nicht ausgeräumt, der Wagen war noch nicht fertig. Ich konnte ja immer nur nach der Arbeit dann immer erst anfangen zu arbeiten. Es war unglaublich stressig und ich habe aber dann gesagt, okay, ich will den Platz, ich will, wenn dann den, weil ich wollte die ganze Zeit schon an die Seeseite und auch ein bisschen fernab vom Schuss, weil ich bin ja mehr oder weniger autark. Okay, das muss jetzt sein. Und dann habe ich es halt durchgezogen, ne? Und dann habe ich Gott sei Dank noch viele, viele Helferlein gehabt. Habe die Wohnung noch schnell gestrichen, alles zusammengepackt. Es war Gott sei Dank im Wagen dann einigermaßen, man konnte drin leben, war aber bei weitem noch nicht so, wie es jetzt ist. Ja, und dann sind wir hier gelandet, meine Mietzi und ich. Das ist eines der wichtigsten Boxen an und in meinem Wagen. Da ist quasi meine Dual Control drin. Ich kann quasi zwei 11 Kilo Gasflaschen gleichzeitig ansteuern. Ich bin ja seit Oktober jetzt da. Das heißt, die ersten Monate waren gleich sehr, sehr kalt. Wir hatten ja wirklich ein, zwei Wochen dabei, wo durchweg minus 15 Grad waren oder sowas. Da ist es dann schon so, dass du mit so einer Gasheizung, ja, 3, 4, 5 Tage kommst du dann mit einer 11 Kilo Füllung. Es ist für mich aber die bequemste Variante zu heizen. Ich habe da erst noch überlegt, ob ich vielleicht nochmal umschwenke, aber ich kann mit dieser Gasheizung quasi eine Temperatur in der Nacht durchgehend haben, die für mich angenehm ist zum Schlafen und kann einfach, wenn ich zu Hause bin, wieder hochdrehen. Und mit so einem Holzofen hast du halt einfach immer das Problem, dass du Vollgas heizen musst, dann ist es dir zu warm und dann entflieht diese ganze Hitze bis morgens wieder. Und so ist es mit dem Gas eigentlich ganz cool. Es ist, wie gesagt, nicht die preisgünstigste Variante zu heizen, aber für mich die angenehmste und die bequemste. Und so werde ich das jetzt auch belassen, denke ich mal. Eine sehr neue Erkenntnis, die ich vor kurzem erst hatte. Also ich sage ja immer, man muss das Schlechte genießen, um das Schlechte fühlen, um das Gute genießen zu können. Und deswegen habe ich mich immer so drauf fokussiert, okay, der Sommer wird mega, weil der Winter war schon hart. Also was heißt hart? Es ging natürlich, aber es war halt Winter. Ja, und dann kamen so langsam die schönen Tage und dann habe ich gemerkt, Mensch, der Winter hat ja auch seine Vorteile, ne? Und der ist ja auch schön. Also zum Beispiel, du hast im Winter dieses ganze Gekräuche nicht mit den Insekten. Der Platz ist viel, viel ruhiger. Es sind nur die Leute da, die auch das ganze Jahr da sind.
Ja, und so hat halt jede Jahreszeit seine Vor- und Nachteile. Und ja, jetzt ist mein erster Sommer. Die ersten schönen Wochen sind jetzt vorbei und ja, ich würd nie wieder zurücktauschen, auf gar keinen Fall. Also egal was kommt, wäre nichts dabei gewesen, wo ich sage, okay, das war so hart, ich kann das nicht oder so. Ich feiere diesen Minimalismus so sehr, ich hatte so viele Erkenntnisse die letzte Zeit. Vor allen Dingen, wenn dann eben mal auch die Heizung ausfällt, wie gesagt, wo der Brenner kaputt war und du dann einfach mal weißt, okay, es war jetzt 3 Nächte nicht schön, weil du immer wieder nur so kurzzeitig mit dem Heizlüfter geheizt hast und dann hast du es wieder schön. Oder wenn diese Momente, wenn du gerade alles aufgefüllt hast, ja, du hast deine Tanks voll und alles ist gut und du weißt, es ist genug Gas da. Und dann liegst du in deinem Bett und dann freust du dich einfach über die einfachsten Sachen. Und das ist das, was mir vorher einfach abging. Ich habe gemerkt, dass ich von diesem ganzen Leben, was wir halt so führen, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber du merkst ja gar nicht, was du alles für schöne Sachen hast. Ja, du kannst die gar nicht mehr genießen, weil es dir nicht schlecht ging irgendwie, ne? Oder du hast dich mal nicht runterreduziert. Und erst wenn du das machst, merkst du erstmal diese Feelings für die ganzen Sachen, die eigentlich für uns selbstverständlich sind. Und das war auch so ein bisschen unterbewusst, glaube ich, schon immer der Grund, warum ich das machen wollte und auch mit diesem in begrenztem Wohnraum einfach das zu machen, damit ich selber, ja, ich will halt einfach glücklich sein. Und ich habe für mich jetzt irgendwann, das hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe gemerkt, was mich glücklich macht und das mache ich jetzt einfach. Hier sind wir gleich in meinem wunderschönen Wohnzimmer. Der Wagen war vorher braun in braun, so wie man eben die Wohnwagen typisch kennt. Ich habe so gut wie alles einmal komplett entfernt und habe mich komplett neu ausgetobt. Also ich habe quasi angefangen mit den Schränken. Das war eigentlich der Start von der Arbeit. Das war auch super, super aufwendig. Dann die Verkleidung an der Wand, das war eigentlich was, wo ich eigentlich am Boden legen wollte, hat sich aber dann ganz cool für die Wand ergeben. Einfach auch noch mal ein bisschen als Dämmschutz habe ich mir eingebildet, aber es sieht halt einfach auch schöner aus wie diese normalen Wohnwagengeschichten, weil mir ging es ja auch nicht darum, dass ich jetzt in einem Wohnwagen leben möchte oder jetzt auf einem Campingplatz leben möchte, weil ich Campen so liebe, sondern mir ging es ja um dieses Grundgerüst. Ja, aus dem Grund habe ich eigentlich alles rausgerissen und habe mir das dann so eingerichtet, dass es fast wie zu Hause ist. Dann habe ich einfach, das hat irgendwie alles, hat sich irgendwie so ergeben. Also die Couch kam erst später dazu. Es ist nämlich auch relativ schwierig, Möbel zu finden, die A, durch die Tür passen, B, bezahlbar sind und C, dann auch noch gut aussehen und auch von der Belüftung her nicht ganz so zu sind, weil du hast ja nicht diese Grundwärme einfach im Winter, die du jetzt in dem Haus hättest oder so, sondern es ist schon so, dass du auch mal einen Temperaturabfall hast oder mal eine kalte Ecke und da ist halt immer schwierig mit dem Schimmel und so, ne? Deswegen habe ich da noch ein bisschen was Offenes gesucht. Da, wo ich drauf sitze, da ist mein 150 Liter Wassertank drunter. Der ist abgedeckt durch mein altes Bett. Das ist auch Upcycling gewesen. Das haben wir umgebaut. Es ist alles noch nicht ganz so ausgereift, wie es irgendwann mal sein soll. Aber wie gesagt, ich bin ja auch erst seit knapp einem halben Jahr da und dafür ist eh sehr, sehr viel passiert. Ich habe den Tank, weil ich nicht das ganze Jahr über eine Wasserversorgung habe. Das wird quasi im Winter abgestellt. Mein Vater hat mir das sehr cool aufgebaut. Also ich habe hier quasi einmal kommt das Wasser hier aus dem Tank, geht dann hier rüber mit einem Hahn und geht dann weiter in das Wassersystem. Und im Winter, so wie jetzt, habe ich das einfach abgedreht. Ich habe hier einen 2 Bar Druckregler drin, einen Druckminderer drin. Da ist quasi von draußen der Gartenschlauch angesteckt. Sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht, ist auch ein bisschen staubig. Und da ist auch nochmal so ein grüner Hebel, da ist jetzt quasi gerade offen. Und so kann ich dann quasi einfach switchen, wenn das Wasser an- oder abgestellt wird. Bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass das mein Papa so cool gemacht hat, weil ich glaube, das hätte keine Firma und ich erst recht nicht so gut lösen können. Und es funktioniert auch alles wunderbar. Diese Erstwohnsitzanmeldung ist hier auf dem Campingplatz möglich, da die Kommune das erlaubt. Also die Gemeinde hat da quasi das Go für die Dauercamper gegeben. Das hängt immer davon ab, also was die Kommune entscheidet, aber eben auch, wie viel Wohnraum ist zur Verfügung. Und dadurch, dass wir sehr viel Industrie bei uns in der Gegend haben, ist Wohnraum immer teuer und knapp. Und deswegen ist es hier möglich. Also ich habe auch hier meinen Briefkasten ganz normal. Es ist meine ganz normale Wohnanschrift. Und ist eigentlich der einzigste legale Weg, um etwas zu mieten oder zu pachten,
wo du quasi das draufstellen kannst, was du möchtest und darin wohnen kannst. Wie gesagt, es müssen die 4 Räder da sein, du musst irgendwas Campingmäßiges da haben, aber bei dem Rest bist du eigentlich relativ freigeschalten. Natürlich gibt es hier auch eine Platzverordnung und alles, aber wie das halt so auf dem Campingplatz ist, es ist ein kleines Dörfchen, man kann über alles reden mit dem Chef und das ist auf alle Fälle um einiges angenehmer, wie wenn du jetzt einfach irgendwo zur Miete wohnst und da noch einen Garten hast. Und genau, den Weg habe ich halt, also wie gesagt, ich habe vorher sehr, sehr viel recherchiert, bevor ich da irgendwas in Angriff genommen habe. Und Gott sei Dank ist es zum Ziel gekommen. Ja, ich habe eigentlich versucht, die alte Küche zu erhalten. Aufgrund der Thematik, dass ja hier und hier im Wagen die Radkästen sitzen und bei der Küche das quasi schon so schön ausgespart war. Es war mir aber nicht möglich, weil die so dreckig war. Also es war komplett verfettet. Der ganze Wagen war allgemein sehr, sehr dreckig. Das war ein Raucherwagen und wir haben wirklich, meine Mama und ich, wir haben erst mal 2, 3 Wochen nur geschrubbt. Beim Hängeschrank ist es mir dann gelungen, nach etlichen Mal Putzen und Schleifen, den habe ich dann quasi wieder angehangen. Es ist natürlich schwierig, irgendwas, du kannst ja nichts bohren, ne, an den Außenwänden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich den erhalte. Ansonsten habe ich, wie gesagt, die Küche rausgeschmissen. Der Gasofen, also zum Kochen, der war nicht mehr so gut. Und ich habe mich dann für so ein Induktionskochfeld entschieden, weil ich auch nicht weiß, ob ich vielleicht im Sommer irgendwann mal die Küche nach draußen verlege. Und so das Ding, das nehme ich, das stecke ich an. Das hat 2000 Watt, glaube ich. Also bisher war alles möglich mit dem Kochfeld. Und ja, Kühlschrank habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich diesen Gaskühlschrank raushaue, weil der einfach für normale Verhältnisse zu wenig Platz bietet. Deswegen bin ich mit meinem eigentlich super zufrieden. Das war auch der einzige, der durch die Tür passt und trotzdem genug Stauraum hat mit Gefrierfach, mit Kühlschrank. So ähnlich fast wie zu Hause. Und genau. Dann habe ich mir da eigentlich alles ein bisschen angepasst neu gekauft. Also eine extra schmale Kaffeemaschine, weil ich habe bloß 1,10 hier. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich die Schränke einfach vor den Radkasten setze und habe quasi die Küchenplatte ein bisschen breiter gemacht, weil es dann einfach nochmal mehr Platz bietet. Und ja, dann habe ich hier noch so, das ist eigentlich ein Schneidebrett. Hier habe ich jetzt quasi meine Kaffeepads drin oder auch noch ein bisschen so Besteckzeug. Einfach auch nochmal Stauraum schaffen. Genau. Das war es eigentlich zur Küche. Ja, die Spüle habe ich mir auch eine sehr tiefe ausgewählt, Gott sei Dank, weil ich habe ja keinen Geschirrspüler. Und wenn es mal ist und man schafft es nicht gleich abzuspülen, dann kann man alles hier reinballern und das Brett drauf und fertig ist. Genau. Ah ja, genau. Hier sind die 3D-Aufkleber, die ich sehr oft verwendet habe, da wo ich mich ein bisschen durchprobiert habe, bin aber nicht unbedingt ganz so zufrieden an jeder Ecke. Hier ist mir erst vor kurzem mein Gewürzregal abgefallen. Dadurch, dass du ja auch so einen krassen Temperaturunterschied ständig hast. Ne? Also im Sommer super warm, im Winter super kalt. Das haben sie halt irgendwie nicht an jeder Ecke mitgemacht. Aber ist nicht so tragisch. Der Vorteil an so einem Campingplatz-Leben, Vollzeit, ist auf alle Fälle die Gemeinschaft. Also du hast immer Leute da, die dir helfen. Das ist wirklich nochmal wie... Ja, wie ein kleines Dörfchen, sage ich jetzt mal. Gut, ich meine, ich hatte in meiner Wohnung auch nette Nachbarn und so, aber es ist irgendwie doch nochmal was anderes, einfach vom Feeling her. Du hast einfach immer ein bisschen Urlaubsfeeling noch mit hinten dran hängen. Und ja, natürlich gibt es auch Nachteile, oder was heißt Nachteile? Es ist natürlich super viel jetzt hier los im Sommer. Hier sind viele Touristen auch da, Leute, die du nicht kennst. Es ist aber eh ein bisschen abgegrenzt, also vorne spielt sich eigentlich eher so dieses Touristenleben ab. Hier hinten ist ja so ein bisschen die Dauercamper-Ecke. Und ja, also es hat eigentlich für mich nur Vorteile. Ich könnte jetzt gar keinen großen Nachteil sagen. Natürlich habe ich Nachteile zur Wohnung. Also ich habe mehr Arbeit. Ich muss mein Klo wegbringen, ich muss mein Abwasser wegbringen, ich muss im Winter mein Wasser füllen, ich muss mich um mein Gas kümmern, ich muss mich im Endeffekt um alles selber kümmern, ich muss alles ranschaffen. Es ist ja eh schon schön, dass ich hier so mitten in der Natur bin und trotzdem das irgendwie geschaffen habe, was zu Hause in der Wohnung auch da ist. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, also auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier auch das gleiche Problem gehabt mit dem Radkasten, mit der Dusche. Also das war eigentlich der einzigste Platz, wo meine Dusche Platz findet. Hier war vorher auch noch ein Fenster drin, das haben wir zugemacht.
Haben wir das dann nochmal mit Alu-Dibond verkleidet und haben dann die Dusche einfach vor den Radkasten gesetzt. Hier war vorher nochmal so eine Zweiersitzbank in dem alten Style von dem Hobby-Landhaus. Ja, und dann war es auch die Schwierigkeit, dass man eine Dusche findet, eine komplett geschlossene Dusche, die weniger wie 2,15 Meter hat, weil ich habe hier innen an der höchsten Stelle, glaube ich, 2,20 Meter sowas. Wir haben dann einfach den Duschkopf ein bisschen niedriger angeschraubt. Das hat dann auch funktioniert. Hier ist auch wieder was Upgecyceltes. Das war mein Esstisch aus der Wohnung, weil ich saß natürlich dann in meiner Wohnung mit 1000 Möbelstücken und war dann auch, vieles habe ich auch verschenkt. Aber da habe ich mir gedacht, Mensch, wäre ja eigentlich möglich. Und dann haben wir das so ein bisschen zusammengeschustert. Das ist auch mein altes Nachttischchen quasi aus der Wohnung. Und genau, dann habe ich hier zum Beispiel meinen Truma Wasserboiler drunter. Das ist bestimmt auch ein bisschen staubig, aber das ist der Boiler. Das ist ein 14-Liter Elektroboiler. Der heizt innerhalb 90 Minuten das Wasser auf 70 Grad. Reicht für alleine vollkommen aus zum Duschen, zum Abspülen und so weiter. Wenn man zu zweit ist, muss man fast nochmal einschalten, wenn man zu zweit duschen will, aber ist ja auch kein Problem. Ich schalte aber den Boiler auch wirklich nur ein, wenn ich dusche. Wenn ich jetzt mal mein Abwaschbisschen mache, nutze ich eigentlich immer meinen Wasserkocher. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel auf meinen Bauch gehört. Ich habe das mit dem Umbau irgendwie erst wieder so richtig erlernt, dass ich mich darauf verlassen kann. Weil es war so oft so, dass ich hatte eine Kaufentscheidung getroffen und hatte aber dann irgendwie so ein Gefühl, so, nee, warte mal noch, irgendwas ist da. Und dann war es halt so, dass zum Beispiel 2 Tage drauf jemand um die Ecke kam, du hier, ich habe noch, willst du das kaufen oder so. Oder bei vielen Sachen habe ich einfach gesehen, das ist es, das muss ich jetzt hier bestellen. Wenn ich das jetzt 10 Minuten später bestelle, dann ist es nicht das. Und es hat immer jedes Mal gepasst. Das war, hat dann auch zum Schluss alles super zusammengepasst, wo ich auch vorher ja keine Ahnung hatte. Ich musste ja auch total improvisieren. Ein paar Sachen sind erhalten geblieben, ein paar nicht. Und dann musst du das ja irgendwie miteinander verknüpfen. Dann hast du noch das Zeug aus der Wohnung. Und es hat im Endeffekt jetzt letztendlich unterm Strich so gut geklappt und passt alles so mega gut zusammen, dass ich sage, okay. Ich verlasse mich ab jetzt immer auf mein Bauchgefühl, ohne Ausnahme, weil ich es immer vorher im Gefühl hatte, ist es gut oder ist es schlecht. Und ich hatte auch das mit dem Wagen im Gefühl, dass es gut ist. Ich hatte das mit dem Platz im Gefühl, dass es gut ist. Und ich habe einfach gewusst, dass ich das kann. Ich habe also in mich ein sehr starkes Vertrauen in der Hinsicht gehabt, weil wenn ich was will, dann schaffe ich das. Das war schon immer so eigentlich. Und wenn ich was will, dann mache ich das auch. Und meistens dann auch so zack, zack, ich will das dann sofort. War ja auch total stressig, wie gesagt. Ich habe ja, also im August habe ich ihn gekauft, den Wagen, und im Oktober bin ich eingezogen, neben meinem 40-Stunden-Job. Und ja, das sollte einem auch auf alle Fälle alles bewusst sein, was alles mit dranhängt. Deswegen sollte man sich genug Zeit nehmen. Man muss auch unbedingt das alles vorher, wie gesagt, abklären, was möglich ist und was nicht. Weil zum Schluss steckst du unnötig Arbeit und Energie und Geld in irgendwas und dann kommt jemand und sagt, nee, du, so geht es aber nicht. Ja, hast du nicht gelesen, hier steht's. So, das ist halt dann schon ärgerlich. Und deswegen sollte das, jeder sollte sich da genug Zeit dafür nehmen. Aber es sollte auch jeder, der da Lust drauf hat, einfach mal losmachen. Ja, du musst halt einfach mal anfangen. Und sobald du einmal ins Rollen gekommen bist und einfach mal ein bisschen Kontakte gehabt hast und mit ein paar Leuten geredet hast, kommst du ja dann einfach schon auch auf den Nenner und dann geht's los. Einfach machen. Einfach machen. Ja, dann komm mal rein in den hinteren Bereich von meinem Wagen. Das ist durch Schiebetüren abgetrennt, ist ganz praktisch, weil man doch noch ein bisschen Privatsphäre hat, wenn man jetzt zu zweit ist, wenn mein Freund da ist, kann man sich da noch ein bisschen seine Privatsphäre schaffen. Und außerdem fällt dann nicht ganz so auf, dass die Dusche eigentlich ein bisschen zu breit ist, dadurch, dass sie vorm Radkasten steht. Aber ja, kann man alles irgendwie lösen. Dann sind wir auch schon in meinem kleinen, beschaulichen Klo. Da war gar keine Toilette drin. Ich habe auch die Serviceklappe reinschneiden lassen. Das haben meine lieben, lieben Arbeitskollegen gemacht, die mir sehr viel geholfen haben. Und ja, ist wie gesagt auch noch nicht alles fertig hier. Das sind so kleine Ecken, die einfach irgendwann mal noch gemacht werden müssen, die man immer so ein bisschen vor sich her schiebt. Für das Klo habe ich mich bewusst entschieden, für so ein Tedford-Klo. Habe da auch viel Recherche gemacht, was für mich das Richtige ist. Trockentrenntoilette, das. Und habe mich dann im Endeffekt aber doch für das entschieden, weil ich das einfach schon, ja, gewohnt bin früher von den Campingurlauben und
Das Ding hat einen 18 Liter Fäkaltank. Also das heißt, ich leere das Klo so alle 4-5 Tage aus, wenn ich alleine bin. Wenn jemand zu Besuch da ist, dann natürlich kann es auch sein, dass es nach 2 Tagen mal voll ist. Aber das geht auch zu machen. Mein größtes Learning für mich selber aus dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich dieses mit weniger glücklich sein und dieses Konsum, diesen Konsumgedanken einfach ablegen, abgelegt zu haben, weil ich war da auch ja teilweise auch mit drin gefangen, ist ja ganz klar, du wirst halt einfach auch ein bisschen beeinflusst von allen Seiten und das für mich zu lernen und auch mein Chaos-Modus ein bisschen auszuschalten und ein bisschen strukturierter zu leben. Das hat mich am Anfang sehr, sehr viel Kraft gekostet. Also das war fast nochmal genauso anstrengend wie der ganze Umbau, dann die ersten Wochen hier drinnen zu leben, seine Ordnung einfach zu haben. Und das ist, glaube ich, das für mich, was mich am stolzesten auch mitmacht, noch nicht mal das Umbauen und so, oder dass ich das gemacht habe nebenbei, neben meinem 40-Stunden-Job, wo jeder sagt, hey, wie hast du das gemacht? Das ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich weiß, das könnte ich, ja, jederzeit hört sich jetzt auch blöd an, aber ich wusste ja, ich will das und dann konnte ich das auch. Aber dass ich darin dann leben kann und dass mir das dann auch taugt und dass ich meine Schwächen dadurch eingrenzen kann, das ist das, was mich am meisten flasht an der ganzen Sache eigentlich. Und dass ich es immer noch aus vollster Überzeugung will. Also es ist nicht nur so dahergeredet, sondern es ist tatsächlich so. Es gibt ja auch viele Leute, die dann doch nicht so glücklich sind, ne, und sagen, okay, sie machen jetzt doch wieder was anderes, aber das ist bei mir definitiv nicht so. Also ich werde, gut, der Wagen wird mich nicht überleben, schätze ich mal, wäre natürlich schön, aber es ist ein Wunschgedanke. Ich denke mal, dass mein nächstes Heim ähnlich gestaltet ist wie das. Ja, wenn man auf dem Campingplatz wohnt, hat man natürlich wunderschöne Plätzchen gleich um die Ecke. Also da hinten ist ja mein Wagen und mein Plätzchen und wir können gerne mal hier hinter schauen. Das sind so die kleinen versteckten Zaubereien vom Platz, sage ich mal. Hier ist wirklich immer Ruhe. Den einzigen, den man trifft, sind auch Leute vom Platz. Und ja, es gibt natürlich nichts Schöneres, ne, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und erstmal sowas Schönes anschauen kann oder sich einfach mal erfrischen kann. Ist auch im Winter sehr schön anzuschauen, wenn dann so ein bisschen der Nebel drüber steht und man ist halt wirklich sofort mittendrin. Das ist das was ich sehr, sehr, sehr schätze. Wenn man vorher in der Stadt gewohnt hat, ist das schon wirklich ein Traum. Da vergisst man die Zusatzarbeit, die man hat, wenn man so ein Leben führt, wenn man dann doch jeden Tag sowas Schönes vor der Haustür hat. Ja, irgendwie, ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung und Abenteuer und auch was mich fordert. Das ist für mich auch wichtig, dass ich glücklich bin. Das ist vielleicht nicht bei jedem so, aber bei mir ist es so und ich kenne mich mittlerweile und ja, wer weiß, vielleicht verschlägt es mich auch nochmal irgendwie ins Ausland. Also ich hab auch schon drüber nachgedacht mit dem Rollen denn zu Hause, sage ich jetzt mal. Ne? Also dass du, am Anfang wollte ich ja auch einen kleinen Van umbauen, da hat mich mein Vater dann abgebracht davon. Wäre auch jetzt im Endeffekt nicht das für mich gewesen, was ich will. Wäre mir dann einfach zu eng. Aber wenn man das Thema mal betrachtet mit dem, hey, mal rauskommen noch, könnte ich mir das auch vorstellen. Ne? Aber jetzt im Moment ist erstmal alles gut und wir fühlen uns hier wohl, meine Miezi und ich. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt genieße ich den Sommer. Und dann machen wir nochmal einen Winter. Und dann gucke ich nochmal in meinen Kopf rein, was da noch kommt.